Samatrano, hallo, hab lange keine Videos gemacht, leider hatte ich nicht so viel Zeit und jetzt habe ich endlich für euch Zeit und unterrichte euch weiter ein bisschen Mongolisch. Heute geht's um Touristen in der Mongolei. Ja, was kann man als Touristen in der Mongolei sagen können auf Mongolisch? Eigentlich, man muss nicht die Sprache perfekt beherrschen müssen, aber ein paar Wörter auf Mongolisch sagen zu können, ist gar nicht schlecht. Ich war diesen Sommer in der Mongolei, also zu Hause, und habe ein paar Touristen gesehen, die auch ein paar Wörter Mongolisch sagen könnte. War sehr beeindruckend und habe mich total gefreut, dass die Leute auch meine Sprache sprechen. Ja. Und deswegen, für die Leute zu unterstützen, mache ich dieses Video. Naja, warum nicht? Ja, welcher Satz ist am wichtigsten als Touristen für mich? Also, wenn ich in einem fremden Land bin, dann ist es sehr wichtig, dass ich in der Sprache nach Toilette fragen kann. Zum Beispiel, wo ist Toilette? Ja. Das heißt auf Mongolisch Nalinguru Hanbe. Ist will oder ich rede Mongolisch oder man sagt auch Bizasach Gazer Hanwe. Bizasach Gazer Hanwe. Also erster Satz ist eher, wenn man schon in einem Gebäude ist, kann man fragen, oder wenn man in der Wohnung ist, kann man fragen. Der zweite Satz ist eher, wenn man auf der Straße geht, nach Toilette fragt, dann fragt man Bizasach Gazer Hanwe. Ja. Auch ganz wichtiger Satz auch gesehen. Zum Beispiel, ich möchte gerne Wasser kaufen. Bi, os, auch gesehen. Oh, es ist echt schwer, gleichzeitig zwei Sprachen zu sprechen und auch hier umzudenken. Ja, genau, dann mache ich einfach weiter. Es gibt auch einen wichtigen Satz, also ich würde als Touristen in der Mongolei sehr wichtig finden, wenn ich fragen kann, ich brauche ein Taxi. Ja, das heißt auf Mongolisch Nadat Taxi Hirchte Ben. Ich brauche ein Taxi. Nadat Taxi Hirchte Ben. Also Taxi heißt auf Mongolisch auch Taxi. Das ist schon mal nicht schlecht für euch. Braucht ihr nicht Taxi, dieses Wort. Neuler. Ja, auch ein wichtiger Satz, zum Beispiel wenn ich Hunger habe, möchte ich gerne nach Restaurant oder Imbiss fragen, dann frage ich einfach wenn ich das Wort zu Wort übersetze, heißt das wo gibt es einen Ort, wo man essen kann? Ja. Oder man sagt einfach Bi Restaurant Hajben. Das heißt, ich suche ein Restaurant. ich bekomme eine Nachricht. Aber egal, ich mache das weiter. Antworte ich später. Auch ein wichtiger Satz. Wenn man in der Mongolei ist, sollte man schon mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Es ist echt witzig und abenteuerlich, finde ich. Und bei uns gibt es nur eine Bahnstation, unser Hauptbahnhof. Und da muss man nicht extra fragen, wo ist Hauptbahnhof oder wo ist Bahn. Man fragt einfach, wo ist Bahnstation. Vokzal Hanbe. Vokzal Hanbe.
Also das ist umgangssprachlich, Wortsal. Das Wort haben ja vom Russen übernommen. Man kann auch anders fragen, so richtig auf Mongolisch fragen. Dann würde man so sagen, also Tumurzami Gatsar. Oh, nein, warte. Tumurzami Bodas Hanwe. Tumurzami Bodas Hanwe. Das heißt, wo ist Hauptbahnhof? Wo ist Hauptbahnhof? Ja. Tumurzami Bodas Hanwe. Oder Vagzal Hanwe. Vagzal Hanwe. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!